Willkommen zurück zu einer neuen skandalös unheimlichen Folge Man of Medan. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video bewertet haben. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr das Ganze weiterhin supporten würdet. Lasst eine Bewertung da und jetzt geht es weiter. Das ist einfach toll. Kommt schon, Leute. Leute, wo seid ihr? Hey! Hey, was ist los? Seid ihr okay? Gott, bitte seid okay. Bitte seid okay. Ich muss hinterher. Wir müssen da runter und nach dem Rechten sehen. Scheiße! Was machen wir jetzt? Ich sehe nach, ob es ihnen gut geht. Bleib du hier beim Funkgerät. Es muss auch anders gehen. Ich werde keine unnötigen Risiken eingehen und komme zurück, sobald ich den Generator finde. Alles wird gut. Sei nur vorsichtig. Okay? Eine dumme Idee jagt die nächste. Ja, so sind wir eben. Dumme Ideen. Wir trennen uns, wir springen runter, wenn die anderen eigentlich gar kein Zeichen von Gefahr geben. Aber Bradley will plötzlich mutig sein. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Ich nenne das Ganze dummmutig. Bradley will dummmutig sein. Anstelle zu sagen, hey, ich bleib oben bei Fliss, der Funkspruch ist raus. Nein! Wir gehen unten rein und riskieren nochmal unser Leben. Das ist so dumm, Bradley. Das ist so verdammt dumm. Warum tust du sowas? Geister, Connor. Ja, das Gas. Das verdammte Gas. Also wieder hier durch. Einmal durch die Baracken. Die Frage ist halt, ist Bradley anfälliger dafür, weil er eben psychologisch auch der Schwächste ist? Ich meine, der hat ja dauernd Angst. Der hat ja schon Angst, wenn er ein Bier trinken muss. Großer Gott, ein halbes Bier. Ihr Wahnsinnigen. Ihr Monster. What? Hä? Little Hope? Was sehe ich hier? Irgendjemand, der sich hier erhängt. Aber wer ist der Blondschopf? Was ist hier los? Was haben wir da eben gerade gesehen? Und da haben wir gerade Brad gesehen. Geister Brad. Jetzt ernsthaft, was haben wir hier eben gerade gesehen? Ein Typ, der höchstwahrscheinlich ein Mädchen an einem Fenster sieht, das sich umbringt. Aber was bringt uns das? Was können wir mit diesem Wissen anstellen? Internes Memo an alle Stabsoffiziere. Unsere Suche- und Rettungsmission in der Gegend haben wesentlich mehr Ergebnisse erzielt als erwartet. Unglücklicherweise besteht jetzt ein Mangel an Särgen für Erwachsene. Wenn die sterblichen Überreste eines Vermissten in der Wasseraufbereitungsanlage ausfindig gemacht werden, muss unter Umständen ein kleiner Sarg genutzt werden. Ja, dann einfach die Beine brechen. Ich schätze, das muss Hawkins sein. Der Ärmste. Von ihm ist fast nichts übrig. Ich weiß, dass das nicht ideal ist, Leute, aber wenn seine Leiche erstmal zu Hause ist, bekommt er ein vernünftiges Begräbnis und den Respekt, den er verdient. Fürs Erste müssen wir uns damit abfinden. Ja, so sieht's aus. Fürs Erste müssen wir uns damit abfinden, dass wir unseren Soldaten die Beine brechen müssen. Wir entfernen die Beine. Das hätt's jetzt wirklich echt nicht gebraucht. Nee, nee. Hätte nicht sein müssen. Buhu. Buhu. Wie unheimlich. Ich fühle mich wie in so einer Geisterbahn. Dock 2, waren wir da nicht? Hier ist halt super viel Nebel. Schließ sie wie übrig.
Ils étaient juste là. Et je savais que c'était impossible. Mais ils étaient là. Et ils me regardaient, droit dans les yeux. À travers moi. Avec leurs yeux. Avec leurs putains de grands yeux. Tu ne crois pas? Non. Moi, je ne crois pas. Arrête ça. Arrête de me regarder. Tes yeux sont trop... Non. Non. Non, 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 bordel. Je vais te crever les yeux. Non, fous le camp avec tes yeux. Je t'en prie. Blackpink. Im Ernst. Hey, entspann dich! Wir wollen einfach nur hier raus. Niemand muss verletzt werden. Wow, langsam. Keiner will dir was tun. Oh, ruhig, ruhig. Wir finden eine Lösung. Das ist echt keine gute Idee. Alter, der Typ ist komplett mit den Nerven durch. Wo ist Alex? Nein, 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 nein. Hey, 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 hör mal auf mit dem Scheiß, okay? Julia, mach irgendwas, komm schon. Hilfe wäre gut. Oh Gott, wir werden so hart auf einem Trip sein. Mandschurei Gold. Renn doch einfach weg, Junge. Das war ein Mädchenschlag, aber es war dein Mädchenschlag. Okay, wir müssen ihn hier einsperren. Komm. Jetzt! Du musst rennen. Wer ist das da hinten? Ach komm schon. Verfluchte Kacke! Raus, 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 raus. Ich scheiß auf ihn. Ganz ehrlich. Der hat's verdient. Wenn's einer verdient hat, dann er. Ich meine, der war auch davor kein guter Mensch. Viel zu knapp. Die anderen beiden, ich glaube, die waren gar nicht so übel. Danny, ah, aber Junior war, glaube ich, echt ein guter. Im Großen und Ganzen. Aber wo ist Alex? Ich meine, Julia wurde runtergespült, aber Alex? Was ist da los? Ja, der ist tot. Den sehen wir garantiert nie, nie wieder. Nie wieder. Er hat sein Mandschurei-Gold bekommen. Jetzt fehlt nur noch Conrad. Was wurde aus Conrad? Warum ist er hier oben? Hä? Ergibt das Sinn? Ich weiß es nicht. Die mussten doch beide tauchen.
Und ist Conrad jetzt wirklich auf der Nutten- und Koks-Insel? Okay. Kann losgehen. Jetzt kommt Conrad zum Schiff mit der Küstenwache. Oh nein! Oh, Conny! Oh no! Ach, Conny, wie viel Pech kann man haben? Nein! Nein! Oh, ich glaub das nicht. Oh, Conny, Conny, Conny. Ja, und er hat keine Ahnung, was hier los ist. Was zur Hölle ist das hier? Das ist mies. Er geht da rein, weiß ja nicht, dass da eine gefährliche Chemikalie ist, ist voll auf dem Trip und... Ist das verlassen? Hallo? Alex, Julia! Seid ihr hier? Der Wahnsinn beginnt von neuem. Aber diesmal ist die Küstenwache dabei. Die müssen das doch wissen. Okay. Conrad ist nicht tot. Hm? Er ist nicht tot. Er hat zwar ein scheiß Ende erwischt, aber er lebt. Vielleicht merkt er ganz schnell, okay, hier ist niemand, ich gehe wieder. Könnte sein. Könnte definitiv sein. Also, hier, sieh mal. Ich würde sagen, unterm Strich habe ich eigentlich alle ganz gut durchbekommen. Außer Conrad. Okay, aber... Hey, Moment mal. Kein Kommentar hier vom alten Geschichtenerzähler. Direkt das Ende. Das kam jetzt aber ein bisschen schnell. Ich verstehe viele Dinge nicht. Ich meine, wir haben einmal gesehen, wie ein Helikopter gekommen ist. Ah, da ist er ja. Rede, alter Mann. Herzlichen Glückwunsch. Alle Passagiere sind noch am Leben und das ist doch was. Schätze ich. Ich schätze, wenn der Vorhang sich senkt, ist man entweder bereit oder nicht. Alles dreht sich um Entscheidungen, nicht wahr? Entscheidungen in Eile, in Panik, gefällt mit dem Herzen statt mit dem Kopf. Oder umgekehrt? Manchmal haben diese Entscheidungen erst sehr viel später Konsequenzen. Aber es gibt Konsequenzen. Es gibt immer Konsequenzen. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht in Little Hope, vielleicht auch anderswo. Gewiss ist, es gibt ein nächstes Mal. Das ist unvermeidlich.
Das war Man of Medan. Ja, also ich muss sagen, an Until Dawn kommt es natürlich nicht ran. Until Dawn war ein richtiges Meisterwerk. Es war kein schlechtes Spiel. Ich hatte wirklich meinen Spaß. Ich finde auch die unterschiedlichen Wege, die man hier einschlagen kann, sehr interessant. Es scheint auch sehr krass zu variieren. Also man kann wirklich ganz skurrile Endings bekommen. Ich denke mal, wir hatten jetzt eines der besten Enden. Klar, wir hätten noch Junior retten können. Davon bin ich überzeugt, dass man den irgendwie hätte retten können. Vielleicht, wenn man ihm einfach nur die Waffe wegnimmt. Ich habe mir gedacht, na gut, nehme ich ihm die Waffe weg, dann löst sich am Ende wieder ein Schuss und irgendjemand wird erschossen. Und das Risiko wollte ich nicht eingehen. Wenn man es natürlich ein, zwei Mal durchspielt, dann weiß man auch, welche Wege man einschlagen muss. Ansonsten Conrad. Ja, Conrad hatte Pech, großes Pech. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir von ihm eigentlich gar nichts mehr gesehen haben. Ich habe ihn damals mit dem Schnellboot weggeschickt und dann war der auch wirklich weg. Ich hätte mir gewünscht, dass man wenigstens noch so ein bisschen mitbekommt, wie er eben durchs Meer irrt und wie er dann irgendwann jemanden von der Küstenwache vielleicht findet und halt die Geschichte erzählt, was mit den Fischern passiert ist und so weiter. Wäre ganz cool, hätte man das eingebaut, nur damit der Charakter halt nicht komplett aus dem Spiel verschwindet. Da war ich dann doch ein bisschen enttäuscht. Sein Ende war beschissen, Conrad wieder zurück auf dem Boot und wir haben gesehen, die Untoten wollten seinen Tod, er war voll drauf, er ist richtig am Trippen gewesen. Und ja, ob er davon runterkommt oder nicht, ob er überlebt oder nicht, ist so ein bisschen fragwürdig. Er hat überlebt. Ich kann nichts mehr tun. Alle haben überlebt, deswegen bin ich ganz zufrieden. Ob ich es nochmal durchspielen werde? Wahrscheinlich nicht. Aber es gibt ja auch noch den Koop-Durchgang mit Quantum. Den könnt ihr euch auch noch reinziehen. Mal gespannt, was da für ein Ende kommen wird. Ansonsten mal sehen, was die anderen Teile versprechen. Es werden ja mehrere kommen. Ein weiterer Teil, der kommt dann schon 2020. Wann genau, steht noch nicht fest. Einfach nur 2020. Vielleicht sogar im Frühjahr, könnte ich mir vorstellen. Denn im Herbst, Winter, Weihnachtsgeschäft wird auf jeden Fall großes Thema sein, die neue Konsolengeneration. Und viele Entwickler wollen da halt noch ihr Pulver verschießen. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das im Frühjahr kommt oder vielleicht auch wieder so als Sommer-Grusel-Blockbuster-Spiel. Ja, was ich noch ein bisschen verwirrend fand, waren diese ganzen Hinweise über die Bilder. Denn zum Beispiel hatten wir diesen einen mit diesem Helikopter. Keine Ahnung, wann das passieren soll. Oder noch verwirrender, der letzte Hinweis, wo wir einen jungen Mann sehen, der einer anderen Person dabei zusieht, wie sie sich aus dem Fenster stürzt und erhängt. What? Was hat das mit dem Spiel zu tun? Ist das dann schon irgendwie eine Art Vision vom nächsten Teil, vom nächsten Spiel, das ja aber eigentlich gar keinen Sinn ergeben könnte, da ja jedes Spiel eine geschlossene Geschichte erzählt und wohl nur der Erzähler, der Kurator, ist wohl die verbindende Figur, aber Brad und Conrad und Fliss und so weiter, die werden wir gar nicht im nächsten Teil sehen. Zumindest habe ich das so verstanden und alles, was man an Informationen hat und im Trailer gesehen hat, deutet sehr stark darauf hin. Na gut, ich bedanke mich fürs Zusehen, lasst eine Bewertung da, wir sehen uns wieder beim nächsten Projekt, es hat Spaß gemacht. Danke für den Support, bis zum nächsten Mal und tschüss!